Ich glaube, dass die Menschen ein sehr gutes Gespür haben, dass vor Wahlen sehr häufig viel zu viel versprochen wird, was dann nicht gehalten wird. Ich meine, Sie haben ja damit eine gewisse Erfahrung, Herr Faymann, seit 2006. Und das, was ich ja so besonders bedenklich finde, dass Sie genau dort fortsetzen, wo Gusenbauer aufgehört hat. Und das ist meine Erfahrung, auch aus den vielen Gesprächen, die ich jetzt, wie Sie ja auch, mit den Menschen führe. Wir dürfen doch als Politiker unsere Grundsätze nicht vor Wahlen opfern. Ein Grundsatz sollte zum Beispiel sein, wir dürfen nicht mehr versprechen, als wir halten können. Weil jedes gebrochene Wahlversprechen ist eigentlich der nächste Politikfrust. Und mein Zugang ist daher, dass wir auch in Wahlauseinandersetzungen nur das sagen dürfen, was wir tatsächlich auch nach Wahlen halten können. Und so halte ich es. Das ist mein Beitrag, dass wir auch die Politik anders gestalten. Wir sollten auch nicht, wie gesagt, Dinge, die wir noch gar nicht erwirtschaftet haben, schon jetzt als Wahlzuckerl verteilen. Ich meine, das, was Sie machen, ist in Wahrheit nach dem Kreisgerucksack, den jetzt so viele Menschen schon tragen, legen Sie nur das Faymann-Backerl drauf und dann wundern Sie sich, wann der Mittelstand und die Jungen nicht mehr nachkommen. Das meine ich. Machen wir es anders. Versprechen wir nicht mehr, als wir halten können, und halten wir den Kurs, der für Österreich so wichtig ist, dann gewinnen wir auch das Vertrauen der Menschen wieder zurück. Aber nicht, indem wir alles versprechen, sondern nur das sagen, was auch tatsächlich möglich ist, was leistbar ist, was verantwortbar ist. Und diesen Appell richte ich auch für morgen an Sie. Morgen wird ein entscheidender Tag für die nächsten 5 Jahre. Es geht nicht um 5 Punkte, es geht um 5 Jahre. Und diese 5 Jahre für Österreich, die dürfen wir nicht an einem Tag verspielen. Ich appelliere daher nochmals an Sie. Bleiben Sie doch auf der Basis dessen, was wirtschaftlich machbar ist und sozial verantwortlich. Und machen Sie nicht den Fehler der Vergangenheit ein zweites Mal. Also wirtschaftlich Machbares, eine leistungsfähige Wirtschaft und ein sozialer Ausgleich ist ein Prinzip, das darf man niemals verlassen. Die Frage ist, wie ist das anzuwenden? Weil es geht ja nicht nur darum, wenn man weiß aus den Gesprächen, die Sie erwähnt haben mit der Bevölkerung, dass die Menschen unter der Teuerung leiden, dass sich viele die Frage stellen, wie werden sich die Finanzmärkte und die Krise der Finanzmärkte auswirken. Manche sagen, sollte nicht die Politik schon längst begonnen haben, gegenzusteuern, gegen eine Konjunktur, die schwächer wird, dann, glaube ich, ist die Politik gefordert, nicht nur zu reden und alles in die Zukunft zu verschieben, sondern in der Gegenwart schon zu handeln. Ja, denn heute entsteht die Grundlage dafür, was für die Zukunft gestaltet wird. Genau, heute stehen neue Slogans Schulden. Angehört, Herr Molterer, heute und wollte daher auch ein Schulden, bisschen was wenn zum Sie Stil so sagen, auch zu Ihrem Stil ja, sagen. Gerne. Und das verstehe ich, dass Sie das nicht so gern hören. Aber die Frage das am Anfang hat mich sehr nachdenklich gemacht, auch deshalb, weil ich immer wieder darüber nachdenke, warum hat die Politik so ein schlechtes Image? Und da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele dazu sagen, wo ich glaube, auch daraus kann man lernen für die Zukunft. Und in der Zukunft, und um die geht es ja, in der Gestaltung auch einer Koalition, einfach diesen Wortbruch, diese kleinkarierten Streitereien, dieses Herabwürdigen des anderen, diese Beleidigungen hintanzustellen. Sie und ich werde Ihnen ein Beispiel sagen. Herr Faymann? Ich lese Ihnen etwas vor. Drei Beispiele Grundlage mitgebracht. Der gemeinsamen Arbeit 2010, ein Papier, das Sie kennen. Abgeschlossen am 25. März 2008, kein Neuwahlantrag im Jahr 2008 und keine Zustimmung zu Neuwahlanträgen. Kennen Sie die Unterschrift? Das ist Ihre Unterschrift. Sehen Sie, wie lang das gilt? Wir sitzen eine Woche vor der Wahl da. Sie haben das im März mit Alfred Gusenbauer unterschrieben. Dann haben Sie gesagt, es reicht, und haben geglaubt, Sie können etwas gewinnen, weil die Umfragen gerade gut waren. Zuerst haben Sie gesagt, die Pensionsautomatik, die wir nie wollten, weil wir immer gesagt haben, Menschen müssen in Zukunft über die Pensionen entscheiden, Neuwahlen in den Raum gestellt. Dann haben wir uns zu einer Volksabstimmung im Falle eines neuen EU-Vertrags bekannt, wieder Neuwahlen in den Raum gestellt. Dann in der Folge ist es so weitergegangen, egal was wir vorgeschlagen haben, Familienbeihilfe, wissen Sie, was der Grund für die Neuwahl ist? Das ist der Grund für die Neuwahl, Herr Faymann. Das ist der Grund für die Neuwahl. Dass Sie wissen das ganz genau. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie haben gesagt, die SPÖ hat den Umstieg in die Regierung nie wirklich geschafft. Herr Molterer, lass mal die vorbereiteten Tafeln beiseite. Ich habe mir auch Ihre Inserate mitgenommen. Reden wir über den Inhalt. Reden wir doch, meine Herren, über, wenn wir hier Vergangenheitsbewältigung betrachten.